Hallo Rio, ja, okay. Vielen Dank, dass du da bist. Wir haben heute Rio Kato bei uns zu Besuch. Es ist dein zweiter Besuch in Regensburg, wenn mich nicht alles täuscht. Vielen Dank, dass du es aus Berlin geschafft hast. Also ist ja doch nicht ganz so nah. Du bist gebürtig aus Japan. Ja. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie du zur Kunst kamst. Erstmal, ich war wie andere Künstler gerne gemalt, schon als Kind. Und ich war schon ein bisschen außergewöhnlich. Also zum Beispiel meine Mutter erzählte, wenn ich Papier und Stift hatte, dann ich konnte mehrere Stunden ganz alleine im Zimmer verbringen. Aber mein Vater hat leider nicht meine Fähigkeit gefördert, sondern im Gegenteil. Also er hat ein asiatisches Brettspiel beigebracht, als ich 6 war. Und dieses Spiel heißt Go. Und dieses Brettspiel hat mein Leben erstmal durcheinander gebracht. Aber trotzdem, also später kam ich wieder zur Kunst zurück. Und dann wollte ich schon nach Gymnasium, also nach Europa sozusagen auswandern. Und nach dem Gymnasium bin ich erstmal nach Paris gegangen. Und danach habe ich nach Berlin gezogen. Ich glaube, das kann sich hier in Europa kaum einer vorstellen, wie tough so eine Ausbildung ist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen den Europäern oder den Deutschen ein bisschen den Eindruck vermitteln, was man sich darunter vorstellen kann unter so einer Go-Ausbildung. Also diese Ausbildung kann man ungefähr so sich vorstellen, dass es so wie Zen-Kloster ist. Das heißt, die Schüler lernen nicht nur Go-Spiel, sondern muss man Haushalt und so alles mitmachen. Okay, also mit 9 Jahren schon von zu Hause weg. Genau. Ja. Und nach Tokio, glaube ich, hast du erzählt. Genau, nach Tokio, ja. Und wann war die Ausbildung zu Ende oder wann hast du aufgehört? Genau, aufgehört habe ich mit 15, nachdem ich Mittelschule beendet habe. Ja. Aber das war schon ein sehr schwieriger Weg. Also, erstmal, ich hatte überhaupt keinen Spaß für dieses Brettspiel gehabt. Ich habe alles einfach gefallen für meinen Vater gemacht. Und gemalt habe ich trotzdem weiter. Ja. Und besonders schwer für mich war bei dieser Go-Ausbildung. Also alle andere Beschäftigung war verboten. Ja. Die Schüler durften nur Go lernen oder Go spielen. Und wenn ich zum Beispiel zu Hause gemalt oder gezeichnet hatte, dann ich wurde geschimpft. Und ich durfte nur malen oder zeichnen, wenn niemand zu Hause war. Sozusagen, die Schüler musste man natürlich gehen. Ja, das war Pflicht. Und nach der Schule musste man wirklich ein bisschen schlafen, sozusagen lernen. Aber bei uns war richtig so, es gab so immer Routine. Wir mussten gegen 6 aufstehen und vor dem Frühstück mussten wir alle gemeinsam so ein ganzes Haus sauber machen. Und dann, wer noch zur Schule gehen muss, dann zur Schule gehen und dann nach der Schule, musste man Go lernen und 4:30 mussten wir nochmal ein ganzes Haus putzen. Du lebst und arbeitest heute in Berlin. Ja. Seit wann bist du in Berlin und wie kam es zu Berlin? Also wieso fiel die Wahl auf Berlin? Ja, ich bin 98 nach Berlin gekommen und vorher bin ich nach Paris gekommen. Und meine Motivation war natürlich wegen Kunst und andere Motivation war, ich hatte so ein Gefühl gehabt, Japan war einfach zu klein für mich. Wie lange warst du in Paris? In Paris war ich tatsächlich nur 9 Monate. Und dafür gibt es auch Grund, warum ich erstmal nach Paris gegangen war. Ich hatte keine Idee gehabt, Künstler zu werden. Aber eines Tages, als ich 15 war, ich hatte plötzlich ein Interesse bekommen, für Kunst. Und ich war im Buchladen, da wollte ich einmal kurz Kunstkataloge anschauen. Und dann habe ich zum ersten Mal einen Katalog von Monet, Claude Monet, vom Impressionist, angeschaut. Und dann seine Landschaftsmalerei hat mich so angetan.
Und ich war schon fast zu Tränen. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, also das ist mein Weg, also Künstler zu werden. Und wegen Impressionismus, ja, ich habe erstmal also gerne Landschaften draußen gemalt. Damals, ich wollte nur die Natur, also in Leinwand also malen, die mich also so begeistert hatte. Und ich hatte wegen Impressionismus also starke Sehnsucht nach Paris gehabt. Und irgendwann habe ich mir selber eine Frage gestellt, warum muss ich also die Landschaften oder die Natur malen, die mich so begeistern konnte, wenn das schon also da ist. Und gleichzeitig habe ich langsam so irgendwie von Naturzerstörung und so von Medien mitgekriegt. Und ich habe sehr starkes Gefühl bekommen, also Wut und Enttäuschung, Trauer und genau. Dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie dagegen tun. Ja. Da habe ich mir gedacht, meine Fähigkeit ist also Kunst. Da habe ich mir gedacht, also ich sollte also mit Kunst etwas gegen Umweltzerstörung etwas tun. Und dann habe ich angefangen, irgendwie also meinen eigenen Stil zu entwickeln. Du hast es gerade angesprochen, ein zentrales Thema in deinen Bildern ist die Umweltkatastrophe, die Grausamkeit der Menschen gegenüber im Zusammenspiel mit der Natur und den Tieren. Verfolgst du ein etwas höheres Ziel mit deinen Arbeiten? Weil ich meine, das ist jetzt kein leichtes Thema, das sich vielleicht auch nicht jeder sofort vorstellen kann, sich dieses Thema ins Wohnzimmer zu hängen. Also wieso entscheidest du dich für diese Thematik? Und also diese Thematik habe ich nicht ausgedacht, sondern das ist einfach mein Schicksal. Ja? Also, weil ich in einem kleinen Dorf in Japan, im Gebirge geboren bin. Also, einfach die Natur hat mich so eingeprägt und so begeistert. Und dann wegen Go-Spiel, ja, ich wurde nach Tokio geschickt. Und dieser starke Kontrast, also Metropole und meine kleine Heimat, ja, Dorf, ja, die Natur sozusagen. Also, das hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Also, was ist eigentlich also richtiges Leben für Menschen ist oder wie die Menschen leben sollten und so. Und warum die Menschen in Stadt wirken so, irgendwie so traurig und so. Also meine Kunst und meine Philosophie ist in einem Punkt zusammengekommen. Dann entstand also dieses Ziel, ja, gegen also Naturzerstörung etwas tun. Jetzt sind die Themen oder die Inhalte der Bilder ja doch eher etwas Bedrohliches oder zumindest etwas auch teilweise Schockierendes. Also es gibt ja, wir haben ein Bild in der Ausstellung, das Abendmahl oder das letzte Abendmahl. Da sind diverse Politiker drauf abgebildet. Aber durch die Farbwahl schaffst du es ja trotzdem, deinen Bildern so ein bisschen diese Bedrohlichkeit zu nehmen. Ist es tatsächlich bewusst so gewählt, damit es verkäuflich ist, oder ist es eher ein, also hat es einen anderen, tieferen Sinn, dass die Farben so gewählt sind? Ja, also für kommerziellen Zweck mache ich gar keine Gedanken. Ja, wenn man etwas so Richtiges tut, dann lässt automatisch also verkaufen. Und das bedeutet, also ich muss irgendwie so Herzen von Menschen bewegen. Also auf jeden Fall, wenn ich nur Geld verdienen möchte, dann muss ich nicht unbedingt Künstler werden. Also ich könnte etwas anderes machen. Ja, das ist einfach nicht mein Ziel. Und wegen Farbigkeit, ja. Also natürlich, der Inhalt ist dann überhaupt nicht angenehm für die Leute. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das erstmal so natürlich sehr schwer also für die Leute ist. Ja, damit auseinanderzusetzen. Und das ist der Grund, warum ich ja trotzdem also mit Kunst ausdrucke. Ja? Also Kunst hat also ganz andere, sozusagen, wie soll man sagen, so Energie und Möglichkeit
zum Beispiel, also weil das eine Kunst ist, deswegen muss meine Bilder trotz politischer Inhalt irgendwie die Leute faszinieren. Ja, oder als Kunst aber schon interessant oder schön sein. Sonst hat es keinen Sinn, dass ich mit Malerei ja, das auszudrucken. Und deswegen, trotz schwieriger Inhalt, also ich versuche es irgendwie mit meinen Farben sehen, auszudrucken. Das muss irgendwie die Menschen also anziehen. Ja? Erst wenn die Zuschauer also angezogen sind oder ich irgendwie also Interesse für meine Bilder habe und vor meinem Bild steht, dann kann ich also erst mein Ziel erreichen. Ich könnte mit meinem Bild also die Leute anzusprechen und dass die Leute vielleicht also an diese Thematik denken. Jetzt spielst du in deinen Bildern nicht nur mit den etwas verschieden oder mit den verschiedensten Themen, sondern gleichzeitig spielst du auch ein bisschen mit sehr figürlicher Malerei und abstrakten Elementen. Teilweise, ich sage mal, sehr naive Elemente der Malerei auch mit drin. Woher kommt dieser Drang, die Figürlichkeit immer mehr aufzulösen und fast schon futuristisch darzustellen an manchen Stellen? Ja, meine erste Herausforderung war, ich musste irgendwie meinen eigenen Stil finden. Ja, sonst kann ich nicht mein Ziel erreichen. Und dann habe ich mich also wirklich sehr also darauf fokussiert. Also ich könnte mit Experiment, also ich könnte meinen eigenen Stil zu entdecken erstmal. Und das war natürlich sehr schwer für mich, weil ich nur realistisch davor gemalt hatte. Und das war meine also Stärke eigentlich. So, ja, die Motive, also genauso wie Fotos zu zeichnen und so. Aber das, meine Schwäche war wirklich also aus Fantasie zu malen, aus dem Kopf. Aber das wollte ich nicht also akzeptieren. Ja. Mit dem also jüngeren Alter dachte ich mir, vielleicht ich könnte meine Grenze so. Und dann habe ich angefangen, also nur aus meinem Kopf zu malen. Und erstmal trotzdem sah relativ realistisch aus. Vielleicht also habe ich irgendwas gemalt, was ich schon mal gesehen hatte oder so. Und dann ging es weiter und dann ist es abstrakter geworden. Aber am Anfang war ein bisschen so, ja, sehr symbolisch aus. Ein Baum und dann, also ich kenne wie ein bisschen also freilicher ausgedruckt, aber das war nicht stark genug für mich. Und das war in Paris, also ich habe jeden Tag ein Bild gemalt. Ich habe nur einen kleinen, also Keilrahmen gekauft und dann, ich habe jeden Tag angespannt und dann gemalt und am nächsten Tag habe ich abgemacht und dann neu angespannt und dann skizzartig gemalt mit Acrylfarbe. Und dann in Paris bestimmt habe ich ja noch über 100 Bilder gemalt, so kleine Format. Und dann in der Zeit hat sich so weiterentwickelt immer. Gut, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte in deiner Karriere? Beziehungsweise was wäre dein Wunsch für die nächsten 5 Jahre? Was soll passieren? Also ich mache tatsächlich jetzt einen neuen Versuch. Und ich versuche es gerade also mit meinem Bruder, der großer Unternehmer in Japan ist. Also wir sind keine Galerie. Ja? Und mit seiner Firma, wir versuchen irgendwie also Kunst und unsere Philosophie zu verbreiten. Und die Methode ist, also unsere Zielgruppe ist also die Leute, die noch nie so richtig sich mit Kunst beschäftigt haben. Und wir versuchen also mit so Talk-Event und mit alles mögliche Methode, ich kenne wie meine Kunst und unsere Philosophie also sozusagen also zu vermitteln. Und das funktioniert tatsächlich. Ja, also wir bekommen ziemlich große Resonanz. Vielen Dank, Rio. Ja, danke auch. Ich wünsche viel Erfolg auf jeden Fall dabei und ich hoffe, wir haben heute eine tolle Ausstellungseröffnung.